Sie kann helfen, wenn es zu einer Verhütungspanne kommt. Die Pille danach ist ein sogenanntes Notverhütungsmittel und kann eine ungewollte Schwangerschaft bei rechtzeitiger Einnahme verhindern. Seit kurzem können sich Frauen die Pille danach rezeptfrei in der Apotheke kaufen. Der Bundesrat hat den Beschluss der EU-Kommission Anfang März umgesetzt. Gerhard Schmidt ist Mitglied der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg und sieht die Freigabe kritisch. Das Problem: manche Paare könnten auf Verhütungsmittel in Zukunft ganz verzichten. Wenn es jetzt heißt, kann ja hinterher die Pille dann nachnehmen, fördert es natürlich auch wieder den ungeschützten Geschlechtsverkehr, und das macht uns schon ein bisschen Sorgen. Wir vertrauen darauf, dass die jungen Menschen mit ihrem Körper bewusst umgehen. Aber die Zeit wird es zeigen, wie der Umgang sein wird. Die Pille danach ist auch bei vielen Beratungsstellen und Familienverbänden ein Thema. Liv Pfluger von der Schwangerschaftskonfliktberatung Grüner Turm in Ravensburg begrüßt den EU-Beschluss. Deutschland war in Sachen rezeptfreie Pille danach ein echter Nachzügler. Da haben wir seit Jahren darauf gewartet, weil gerade in diesem Anwendungsbereich der Pille danach, da geht es um Zeit. Und dadurch, dass bisher eben ein Rezept notwendig war, ist Zeit verloren gegangen, wertvolle Zeit, die die Wirkung der Pille danach eben beeinträchtigen kann. Also die Wirkung sinkt mit den Stunden, die vergehen nach einem risikoreichen Verkehr. Gespaltene Meinungen zu dem rezeptfreien Notverhütungsmittel. Auch unsere Umfrage bei Passanten in der Ravensburger Innenstadt bringt ein ähnliches Ergebnis hervor. Kritisch zu bewerten. Ich finde, man sollte sie kriegen können, wenn man will. Und ich finde jetzt nicht, dass man ein Rezept dafür brauchen soll. Ich finde es nicht so gut, dass man da jetzt so einen Freibrief gibt und sagt, mach, was ich will. Und dann gehe ich einfach in die Apotheke, erledigt. Die Pille danach hat ja schon einen Stand und man weiß, warum man die nehmen muss. Und ich glaube, dass die Aufklärung auch so weit ist, dass man versteht, dass das nicht als Verhütungsmittel gedacht ist. Ich habe mir das lang Gedanken drüber gemacht. Und nachdem ich dann gehört habe, dass das mit Abtreibung absolut nichts zu tun hat, finde ich das in Ordnung. Denn die Pille danach ist ein nachträgliches Verhütungsmittel. Eine Schwangerschaft besteht bei rechtzeitiger Einnahme nicht. Und danach ist gleich wieder das Risiko einer Schwangerschaft da. Ja, also es muss gut beraten werden. Die Apotheken sind da jetzt einfach auch in der Pflicht, über die Nebenwirkungen zu informieren, über die genaue Einnahme zu informieren und einfach die Frauen auch darauf hinzuweisen, dass es keine Verhütung, die dann noch mehrere Wochen wirkt. Ein spezielles Formular ist auch die Grundlage für die Beratung in der Marienapotheke. Möchte eine Frau die rezeptfreie Pille danach, muss sie zunächst einige Fragen beantworten. Schließlich bringen hohe Hormonabgaben immer ein Risiko mit sich. Ob durch die Freigabe die Pille danach in Zukunft häufiger über die Ladentheke wandert, werden die kommenden Monate zeigen. Mit rund 30 Euro ist das Medikament nicht gerade billig. Und übrigens, etwa genauso viel kostet auch die reguläre Pille.